mal einen größeren Vorrat an, ne? Mycelium anschaffen. Ach, wie lange brauchst du denn? Warum habe ich überhaupt Holz dabei gehabt? Ich verstehe es nicht. Nur ein Stack. Okay. Oder ist der... Wie groß ist der Stack? Ah, der ist größer. Gut, dann können wir das alles wegmachen. Dann sparen wir uns wieder einen ganzen Stack. Stack. Und weg damit. So. Jetzt nochmal schnell schauen. Also, wir brauchen für den hier. Ja, das weiß ich. Und für den können wir dann auch noch einmal... Ah, das bringt ja auch nichts. Wir brauchen dann die Palobären. Und dann ist alles vorbei. So, jetzt lass mal gucken. Wir brauchen dafür die Palobären. Wir brauchen dafür... Ah, das ist gut. Nur den... Also wir brauchen Pablobeeren und Mycelium. Das heißt, wir können jetzt mal nochmal ein bisschen was von dem so raren Stoff da reinlegen. Dann machen wir das Ding hier dorthin. Und dann gehen wir in die Höhle. Die Höhle, die war... dort hinten. Na, damit wir mal die ganzen Ressourcen, die wir hier haben, einfach wegbekommen. Einfach schön alles in die Endprodukte. Ja, danke. Hm. Was ist das? Achso, er ist am Machen. Gut. So, schnell, bevor er mich da... Und das ist wieder diese Höhle, die ich nie finde. Weiß, dass die direkt hier ist. Aber irgendwie... Kann man Mycelium nicht auch irgendwie anders herstellen? Hier, ist das die Höhle? Ist das die Höhle? Ist ja keine Höhle. Was, dann haben wir so eine Mycelium-Höhle direkt nebenan. Und ich weiß, sie ist eigentlich viel näher, oder? Oh, naja, immerhin die. Hier? Nee, die war nicht so weit weg. Die war nicht so weit weg. Mann. War die weiter oben? Ja, komm, geh hoch. Danke. Nee, vielleicht ist hier noch eine. Kann ja sein, aber... Dieses Mycelium gibt es ja nur in Höhlen oder Ähnlichem. Gut, da haben wir zumindest mal wieder diese Palobären. Nein.
Jetzt hier einfach rein? Nein. Es ist unfassbar, oder? Hier ist die doch irgendwo. Ich muss mir es echt merken, wo die ist. Ist die hier vielleicht direkt hinter dem... hinter der Kristallverarbeitung? Ja, die ist direkt hinter der Kristallverarbeitung. Wir könnten uns das bitte mal merken. Nimm. Mhm. Oh, gut, ja. Einfach so viel, bis das Inventar voll ist. Was ist das da? Können wir das nicht? Nein, wir können das nicht. Aha. So, dann müssen wir gleich noch Holz wegwerfen. Hinter der Dingsverarbeitung. Kristallverarbeitung ist Mycelium. Wir merken uns das, ja? Das passt bitte auf, das wird abgefragt. So. Ich habe das Gefühl, das wächst sogar nach. Alles voll. Es gibt, glaube ich, irgendwo noch Möglichkeiten. Ne, da geht nichts. Ne, das, da geht's raus. Da muss aber noch mehr sein. Die Dinger gehen nicht. Oh, ich finde das beruhigende Brummen der Kettensäge, wenn sie nicht verwendet wird, viel besser als vorher. So, aber sag mir nicht, dass das jetzt alles war. Nee. Aber viel ist es jetzt auch nicht, ne? Wächst das nach? Ich habe das Gefühl, ja, weil ich war ja schon ein paar Mal hier drin und sieht nicht wirklich erschöpft aus. Hallo? Hä? Gut. Geht's da oben weiter? Na komm. Ah ja, immerhin. So ein bisschen was zum Zersägen hätte ich auch wieder gern. Zersägen. Eine Hommage an Badesalz. Mhm. So, im Moment, das ist das, wo ich herkam. Nein. Dann wäre da kein Mycelium mehr. Oh, hier, ja, Volltreffer. Ja, Kalkstein, ich weiß. Wow. Noch mehr? Nein.
geht's denn da raus? Wo geht's denn da hin, meine ich? Ja, der zweite Ausgang und dann noch die heiß ersehnten Palobären. Okay, was ist denn das hier für ein Gebiet? Oh. Ja gut, Eisenerz unrein ist jetzt nicht so die Entdeckung. Aber... was haben wir da? Normal. Okay. Aha. So, jetzt schauen wir doch mal. Ach, da lang. Ah, super. Ach ja. Also wir brauchen eine Produktion von Turbomotoren. Ja, hier ist alles Dingens und das da ist auch. Ja. Oh. Nein. So, wo geht das hin? Das ist jetzt auch voll. Okay, gut. Wo geht... ah ne, der geht nur da rein, oder? Also sind zwei? Was? Auch voll, gut. Und das geht dahin. So, egal. Hier passiert wenig, weil... ah doch, da passiert ein bisschen was, aber das brauchen wir im Moment nicht so sehr. Das kommt aber wieder. Mhm. Lalala. Oh, das hat ja... wow. Und das da, was ist hier? Ja klar, aber die andere... da... ah! Mhm. Also mal gucken, ob wir vielleicht noch irgendwo anders Organe haben. Ja, jetzt füllt sich das Ganze ja noch mal ein bisschen auf. Das ist gut. Aber die brauchen wir leider viel zu häufig, weil wir nicht gut spielen. Also ich... aber ich glaube, Alien-Organe habe ich noch irgendwo abgelegt. Jetzt geht das wieder los, ne? Oder habe ich die gerade rausgenommen? Die habe ich gerade rausgenommen. Und wie war das mit der Munition? Die ging nicht wegen Stahlrohr und... ja gut, Schwarzpulver ist jetzt nicht das Problem. Stahlrohr und Gummi. Machen wir da noch ein paar... nee, wir machen... komm, jetzt hör mal auf zu prokrastinieren. Wir... fahren jetzt. Wir fahren jetzt mal zu unserem Aluminium. Oder nee, warte mal, wo war das? Nee, wir müssen zu unserem Öl. Warte, nee, wo wollen wir hin? Moment, nochmal. Doch da, Cutöl. Cutöl und... ach, da ist das, ja klar. Aha, da müssen wir doch dahin, ja genau. Wir wollen dahin. Die gucken wir uns jetzt mal an. Und nehmen die unter Beschlag. Da müsste jetzt auch gleich der Zug kommen, oder? Habe ich mich da verguckt? Ah, er kommt. Ja, da müssen wir hin. Dahin. Da neben dem Quarz... mit dem Quarzoszillator. Haben wir die jetzt aufgemacht? Warte mal, haben wir einen dabei? Was mache ich denn da? Haben wir einen Quarzoszillator dabei? Nein. Können wir einen machen? Nein. Ist es jetzt egal? Ja.
So. Dann fahr auch. Okay, er liefert. Und es kommt auch alles. Und Gummi staut sich. Staut sich noch nicht. Läuft noch rein. Und läuft auch noch ganz rein. Super. Gummi werden wir brauchen. Weil dieses Steuergerät, das machen wir natürlich hier. Turbomotoren machen wir vielleicht sogar noch von Hand. Das schauen wir mal. Ach Gott, Hilfe. Überhaupt sinnvoll? Das ist die Frage. Warte mal, ich mach das da. Geht das? Oh, ich steige hier aus. Und dann machen wir doch mal das da. Müsste ja direkt hier in der Nähe sein. Da. 156 Meter. Oh. Lass mich raten. Da oben? Wow, 123 Meter. Ja, danke. Das schafft, das geht ja gar nicht. Hallo? Nee, komm, lass mal. Oh, Entschuldigung. Siehst du mal, dann verballern wir gerade mal nochmal. So, Moment. So, das ist irgendwo da oben. Da kommen wir ja so jetzt auch ganz gut hin. Nochmal V. Sag's mir. 164 Meter sind wir ja viel weiter gekommen. Das ist da oben. Das ist da oben. Da bin ich mir ganz sicher. Und da hochzukommen, brauchen wir eigentlich keine Leiter. Aber ich brauche eine. Weil ich im Hochklettern so gut nicht bin. Obwohl, dahin... Dahin schaffen wir es ja. Dann gehen wir da mal hoch, soweit wir können. Was nicht sehr hoch ist. Und gucken mal, dass wir dann vielleicht... Ja, da hochkommen. Na komm, 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 komm. Ah, das ist genau die Art, wie ich das nicht kann. Ach, komm, hör auf. Ja, komm, tot. Ich bin so blöd. So, alles klar. Alles klar. Hallo? Könntest du das bitte da? Genau. Okay, es ist doch viel höher, als ich gedacht habe. Aber wir kommen hin. Machen wir nochmal V und sehen, dass es gar nicht hier ist. 177 Meter. Ja. 174 Meter. Ah, hier. Das ist es. Das ist doch hier oben. Ja, ist ja gut. Einer reicht ja. Da ist Stickstoff. Stickstoffgas. So, jetzt gucken wir doch mal ganz kurz. Produktion. Ist es das? Ja. Ernsthaft. Hätten wir vielleicht dran denken können, ne?
dann hier, ne? Stickstoff. Und Stickstoff ist natürlich weiß. Jetzt die Leiter. Wo habe ich die Leiter hin? Da. Das ist okay. Da ist die Leiter. Machen wir schnell da noch einen hin. Lustig. Ja. Weißt du? Mhm. Stirgleiter. Ich bin so schlau. Da. Strickleiter. Dankeschön. Ja. Gut. Dankeschön. So. Alles klar. Wir hören an der Stelle auf. So, weil, ja, wir müssen jetzt mal gucken, ganz kurz mal, zack. Könnten wir da vielleicht noch einen Bahnhof hinmachen? Schienen haben wir ja. Achso, ne, das bringt ja nichts, weil, ja, Stickstoff, ne? Naja, dann müssten wir alles sehr umbauen. Das ist ja nicht weit. Ja, so, noch einmal nachschauen. Wir brauchen dafür... Ach, die Rahmen noch. Das heißt, die Produktion kommt hier hin. Die kommt hier hin. Wir kriegen die Rahmen von da hinten. Und wir bekommen die anderen davon. Ja, machen wir. Und das machen wir beim nächsten Mal. Vielleicht schon morgen, was ihr nur mitkriegt, wenn ihr live zugeschaut habt. Und das ist momentan niemand. Also, es ist schwer. Im Moment. Ich finde den Anfang nicht so richtig, mit Update 4 wirklich die neuen Sachen zu machen. Und wir haben mit der Atomkraft noch nicht mal angefangen. Also es gibt noch viel zu tun. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ihr merkt's. Aber ja, das wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag mal, macht's auf jeden Fall gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.